Schön, dass wir uns wieder sehen und hören. Heute habe ich einen ganz, ganz, wirklich ganz besonderen Gast hier. Das sage ich auch nicht. Ich freue mich, dass du da bist, weil das ist wirklich der Hammer. Ein großer Fan ist auch Udo Walz. Es ist natürlich, wer soll es sein? Günter Gabriel, hallo, grüß Gott. Ich frage nicht, wie es dir geht, weil wir haben ja vorher schon gesehen, dass dir es gut geht. Du bist heute sogar wieder gut drauf, oder? Ja, das kann man sagen. Ja? Ich bin natürlich nicht jeden Tag gut drauf. Bis jeden Tag? Nein, nicht jeden Tag. Ich wache natürlich manchmal melancholisch auf, weil ich ja die 7 schon in meinem Alter habe. Das ist bitter, bitter, bitter. Siehst dünn aus. Ja. Das sage ich dir nicht, weil ich eine Karte will fürs Theater. Meine Damen und Herren, es gibt in der Komödie, erklär mir mal, was passiert. Ist Komödie oder Kurfürstendamm Theater? Theater am Kurfürstendamm, ja. Und am 22. August, ja. Ein Musical, merkwürdigerweise über mein eigenes verdatteltes Leben, ja, und dass ich sogar noch die Hauptrolle spiele in meinem eigenen, das hat es ja überhaupt noch nie gegeben in Deutschland, dass es ein Musical gibt über so einen Verrückten, der sich auch dann noch selber spielt. Ne? Also ich muss sagen, ich habe dich ja gesehen in Johnny Cash und ich hasse ja, wenn man lügt oder Komplimente macht. Ich war wirklich, und du weißt, ich bin ja selten sprachlos, so wie du. Ich war sprachlos über dich, dass du das 2 Stunden textmäßig und liedmäßig so durchgebracht, wie wenn du zu Hause bist. Ja, also ich war tief beeindruckt. Du hast auch Johnny Cash mal kennengelernt. Ne? Ich war 25 Jahre vorne mit ihm. Das ich muss auch sagen, das neue Musical basiert eigentlich auf dem phänomenalen Erfolg von Hello, I'm Johnny Cash, womit ich ja nicht gerechnet hatte. Das war ja an sich nur ein Lückenfüller im Sommer gewesen damals, 2010, ja. Und das hat sich so entwickelt, dass immer die Bude voll war. Sogar in der Stadthalle Wien 2.500 Leute. Und da hat der Volker Kühn, der ja dieses Stück geschrieben hatte, über Johnny Cash, der hat gesagt, wenn das so ist, ja, die kommen ja nicht nur wegen Cash, dann müssen wir das fortsetzen mit deinem bekloppten Leben. Ja. Wer hat das, Günter Gabriel, Leben in Musik, wer schreibt das? Derselbe, der auch Hello, I'm Johnny Cash geschrieben hat, Volker Kühn. Volker Kühn? Ja, gut. Das muss man sich mal vorstellen. Wer ist deine Partnerin, weiß man das schon? Ja, das weiß man, das steht da, glaube ich, auch sogar drauf. Barbara, heißt sie Barbara? Barbara Felsenstein. Ja, Barbara Felsenstein. Wunderbar. Mit Musik und mit allem. Und mit der Band natürlich aus dem Musical um Johnny Cash. Wir sind ja eine richtige Familie. Ach so, ich war mit dir essen, der eine, der Klavierspieler. Ja, Harry, großartig. Wir sind ja, also alle drei waren großartig. Aber ich muss ja auch sagen, ich habe das noch nie erlebt, diese Art von Theaterbusiness, weil ich ja immer als Solist mit meiner eigenen Band unterwegs war. Mit einmal schweißt man sich so zusammen. Auch durch den Erfolg selbst auch. Ne? Und da bin ich plötzlich der verrufene Günter Gabriel Teamplayer geworden. Ja, ich meine, wir kennen dich ja auch alle als eingefleischter Raubein, gell? Du bist ja, also früher warst du ja so ein bisschen, ja, Raubein ist falsch. Randalemäßig unterwegs, aber das musst du auch so verstehen. Ich kam hier nach Berlin 1970 und ich war völlig erfolglos. Ich war zwar Student gewesen, ich hatte Maschinenbau studiert, dann habe ich aufgehört, da war ich Promoter einer Plattenfirma, bla bla bla. Ich hatte nie richtig Erfolg. Mit einmal werde ich wach geküsst durch Berlin. Auch durch die politische Situation, mit den Wopus, mit Drei Linnen, mit Checkboy und Charlie. Mit einmal werde ich wach geküsst. Und mit einmal habe ich auch tatsächlich Erfolg, nicht nur als Songschreiber, sondern auch als Sänger. Das muss man sich mal vorstellen. Da bin ich ausgerastet. Du, wann haben wir uns denn kennengelernt? Ja, das war Anfang 70, als ich damals den Song hatte, 30 Tonner Diesel. Ich weiß noch ganz genau, wie ich in der Paris-Bar plötzlich, ich kannte doch sowas gar nicht wie Paris-Bar, ein ganz einfacher Malocher-Junge war ich, komme in diese berühmte Paris-Bar von dem Michel, ja, und da sitzt du mit deiner ganzen Clique, Werner Fassbinder, Rosa von Braunheim, Lüpertz, Immendorf und diese ganzen heißen, Peter Pohl, der Glattstreifer und so weiter. Ja. Und da, ich weiß auch genau wie heute, wie Werner Fassbinder, ich kannte die doch alle gar nicht, springt auf den Tisch und spielt 30 Tonnen. Und da bin ich ans Auto und habe meine Gitarre rausgeholt, dann bin ich auf den Tisch gesprungen und werden 30 Tonner Diesel und ist die meiste Zeit. Da sind die alle aufgesprungen und haben das war doch großartig. Ne? Ja. So bin ich praktisch zu dir. Jetzt kommen wir mal zum Privaten. Das glaube ich natürlich nicht. Meine Damen und Herren, also mehr meine Damen, dieser junge Mann war 4-mal verheiratet, hat 3 Töchter, was ich fantastisch finde, und einen Sohn. Was gibt es denn Neues in Sache Liebesleben? Ist deine letzte Frau noch bei dir oder ist wieder... Noch, ja. Ja gut,
Mein Liebesleben war natürlich immer eine Katastrophe. Ne? Ich weiß. Ich war auch immer auf der Suche nach dem Warum, nach der Antwort auf Warum kann ich nicht auf Dauer bei jemandem bleiben. Nein, nicht treu bleiben, sondern überhaupt bei jemandem bleiben. Warum kann ich auch nicht dieses Wort treu, wer hat das überhaupt erfunden, treu? Ja. Muss man denn überhaupt treu sein? Ja? Man kann ja trotzdem treu sein, denn alle meine 4 Frauen, von denen ich heute geschieden bin, sind heute meine Schwestern. Ja. Und das ist ja auch eine Form von Treue. Du hast mit allen noch einen guten Kontakt. Ja, mehr oder weniger, mal so, mal so. Zu deinen Kindern meiner vorletzten Frau habe ich sogar noch ein Auto geschenkt neulich. Sag mal, mit deinen Kindern auch guten Kontakt, mit allen? Ja, mit allen. Bis auf meinen missratenen Sohn hier aus Berlin. Ja. Was heißt das? Ja, der kommt nicht aus dem Quark, der ist so 30 Jahre alt. Ne? Der kommt einfach nicht richtig aus dem Quark. Ja? Ich schenke dir meinetwegen Motorroller, damit er mal ein bisschen nicht immer mit dem Fahrrad oder... Da lässt er den einfach so im Regen vorkommen und sagt, du weißt ja ganz genau, dass ich keinen Motorroller fahre. Ich bin doch jemand gegen diese Klimaveränderung, diese CO2 und so weiter. Ich sage, sag mal, bist du nicht ganz dicht? Du kannst ja wenigstens sagen, ich hasse diesen Motorroller und nehme ihn wieder mit. Ja, oder so. Und da bin ich immer sprachlos und dann sage ich, pass auf, Junge, wenn du was irgendwie Probleme hast, meine Tür steht trotzdem immer offen. Nur erwarte nicht, dass ich dich noch über die Schwelle erhebe. Ja? Da musst du schon selber drüber gehen. Ne? Also das erwarte ich von allen. Ladest du ihn denn zum Essen abends mal ein? Hin und wieder. Du ziehst nach Berlin, ist das so? Ja, ich bin schon da. Du bist schon da? Ja. Gut, ich bin ja in meiner Seele immer ein Berliner gewesen, im Sinne von, und heute mehr denn je, weil warum sind hier so viele Touristen wohl in Berlin? Warum? Berlin ist eine Fackel für Freiheit geworden, die brennt für die Freiheit, weil die Berliner haben wirklich durchgestanden, diese Sache mit der Mauer und so, mit dem Eingeschlossensein. Ich habe es ja miterlebt, diese ganze Schmach, wenn du durch die Wuppo-Sperre da musstest und ihr Passbild kaut auch nicht, nehmen Sie das Kaugummi raus. Und dann habe ich zu manchen Bobo gesagt, Sie sind doch ein Arschloch, sind Sie doch. Und bin dreimal im Knast gewesen. Echt? Ja, dreimal. Du weißt, ich bin ja mit dir das erste Mal bei Harley. Du hattest mal eine Harley, hast du die noch? Nein, Gott sei Dank nicht mehr. Ich bin das erste Mal mit dir Harley gefahren. Wie bist du denn zu Musik gekommen? Hast du vorher was gelernt? Oder? Ja, ich hab ja nur Volksschule gehabt. Ja. Ich auch. Und dann habe ich Schlosser gelernt, 25 Mark im Monat. Und sonnabends die Werkstatt fegen. 85. Ne? Ja, und dann habe ich auf dem zweiten Bildungsweg natürlich mein Abitur nachgeholt, habe in Hannover Maschinenbau studiert, 6 Semester, es gab kein BAföG. Und da habe ich halt in Kneipen gespielt, in so Studentenkneipen, in Galerien. Als Hobby? Ja, als Erwerb, um mein Studium zu finanzieren. Ach so, und dann habe ich plötzlich gemerkt, ja, das ist ja viel geiler, abends zu spielen, noch einen Wein ausgehen und dann die ganzen Mädels, die dann plötzlich... Ich kann ja nichts dazu, dass ich nicht schwul bin. Ich habe auch nichts dagegen. Bloß, wir haben ja alle dieses... Ich liebe ja Männer, ja. Ich bin ja ein Männermann. Ich habe ja nie für Frauen gespielt. Aha. Alle meine Songs haben mit Frauen gar nichts zu tun. Stimmt. Das sind alles Männersongs, weil ich bin natürlich auch ein Männermann und nicht so ein verweichlichter Daumenlutscher. Ja? Hast du denn mit Treffer Rex Gildo was gemacht? Habe ich auch mal gemacht, einen Song, ja. Rex Gildo, den habe ich geliebt, besonders im Alter natürlich, weil wir haben uns ja auch jetzt, wir beide jetzt, nie so tief unterhalten, wie wir es jetzt tun. Nee, haben wir nie. Du hattest deinen Kram im Kopf und ich hatte meinen Ding im Kopf. Und so war es auch bei Rex Gildo, als wir so eine Möbel... Juliane Werting hast du auch was geschrieben, ja, ne? Ja, ich habe ja auch hier... pass auf, Juliane Werting, das war ein Song, vom Mittwoch auf Donnerstag musste ich den fertig haben. Ja? Muss ich mal vorstellen, ja? Die hatte nach am Tag, als Conny Kramer starb, ja. Und dann... Ja, wie machen wir denn? Ja, du musst irgendwie was so Frauen so denken, musst du darüber was machen. Ja. Und daraus entstand, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, dein Mädchen kann das nicht. Schau mir in die Augen und dann schau in mein Gesicht. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, du hast ein leichtes Spiel. Doch ich weiß, was ich will, drum lach nur über mich, denn am Ende lache ich über dich. Ja, so, meine Damen und Herren, bleiben Sie dran. Wir kommen gleich wieder zurück. Und jetzt wird es spannender. Jetzt frage ich wirklich Sachen, die ins Eingemachte gehen. Ich freue mich. Bleiben Sie dran.